Liebe Poké-Freunde, Obitel wieder hier und ja, Veteran haben wir erreicht und wir können das Team wieder wechseln. Diesmal mit Kavalanzas, Drahoran und Sedaraking. Also Kavalanzas Doppeldrache wollte ich mal ausprobieren. Klingt bestimmt witzig und kann gut sein, wenn einfach Empoleon Doppeldrache kommt. Wir gehen hier rein in den Kampf. Das Gute ist, Kavalanza hält auch Drachenstand. So in gewissem Maßen, da hat es aber an sich keine so effektive Attacke. Wobei Vielender trotzdem gegen Drahoran ganz schön reinknüppelt. So, Kavalanzas gegen Kavalanzas. Yay! Ein Knüppelbattle. Wenn es dasselbe Team ist, lache ich. Ja, das ist in Ordnung. Soll er machen. Da kann ich gemütlich in Sedaraking gehen. Und wir schillen einmal das Erdbeben. Genau. Zum nächsten Erdbeben kommt er nicht. Das ist nur eine Aquahaubitze. Die resistieren wir doppelt. Genau, die macht gefühlt nichts. Wir gehen einfach auf blinde Oktazuka. Okay, er holt lieber nochmal aus. Ist in Ordnung. Ja, sehr schön. Kann ich auch hier nochmal auf Oktazuka gehen. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht hier gerade aus. Finsterauer Donnerschlag sollte man noch überleben. Nehmen wir hier auch Schlagbohrer. Er schildert, okay. Der kann runterfahren, nicht okay. Wir gehen hier rein erstmal. Der wird eher auf Donnerschlag gehen nur. Und wir gehen in Drahoran. Ja, das Vieh macht mehr. Vielender sollte mal überleben. Schlagbohrer auch. Ja, das tut schon weh. Wir müssen ein bisschen mehr fahren. Wir brauchen nur noch eine Drachenklaue gegen das Slimog. Es wird doch knapper, als ich dachte. Komm, Drahoran, Drahoran. Oh nein, er kommt noch zum Angriff. Er hat so viel Energie mit diesem Slimog, ne? Da hätte ich doch die Finsteraura einfach schillen müssen. Mit Kavalanza. Okay, gut zu wissen. Erster Kampf knapp verlor leider. Passiert. Hätte ich eigentlich natürlich gewinnen müssen. Aber ja, was soll's. Ist nicht schlimm. Wir probieren ja hier auch erstmal mit dem Team aus. Okay, das ist eine gute Führung. Das ist eine sehr gute Führung. Ja, wir schilden den Solarstrahl. Oh,
so fast höchstens eine lohe Kanonade, ne? Was gut ist. Ja, die macht nicht sonderlich viel. So. Dann kann man hier auf Wutanfall gehen. Ja, der tut weh. Und jetzt auf Octazooka. Wird trotzdem bestimmt trotzdem geschildert, oder? Nein? Okay. Was hast du hinten? Ah ja, Glurak, okay. Eine Drachenklaue überlebe ich doch, oder? Ja. Muss ich schon chillen, ja. Ah, das verliere ich leider. Ach komm, wegen Glurak oder was? Ja, kommt er zur Lohe-Kanonade, oder? Ja. Ah, ich hätte eher rüber gemusst. Ja, Lohe-Kanonade pustet mich weg leider. Ja. Trauran hält leider zu wenig aus. Hätte früher in Kavalan sehen müssen wahrscheinlich. Oder halt die ersten Sachen klau auch schon auf jeden Fall schon mal schilden. Läuft gerade nicht so gut. Okay, hier Kavalanthas gegen Kavalanthas. Vielleicht sollte ich mit Dragokan einfach rein. Also, ich finde, Seedraking macht einen besseren Job als Dragoran. Wir sind nicht synchron hier. Ich glaube, der Gegner hat später angefangen. Schild kommt, perfekt. Ja. Gegner hat einfach später angefangen. Garados ist natürlich ganz doof für das Team. Aber Knirscher halten wir nochmal aus. Keine Senkung, das ist perfekt. Ja, kann man. Zum Wutanfall, perfekt. Wutanfall ist perfekt. Wird natürlich geschildert. Ja, ein Angriff ready, ne? Bitte geh auf blinden Nassstreif. Blinder Nassstreif wäre natürlich perfekt. Ja. So. Den muss ich schon schilden. Das sieht aber auch nicht so gut aus, der Kampf hier, ne? Irgendwie ist Dragoran halt nicht so gut, ne? Hier kriegen wir wenigstens noch die Drachenklaue raus. Und jetzt kommt es drauf an, was zum Schluss reinkommt. Wenn Gurak reinkommt, dann gute Nacht. Nee, ein eigenes Dragoran. Ein eigenes Dragoran. Oh, vielleicht wäre es zwei Schlagbohrer gewesen.
Aber wir kriegen das Dragoran noch weg. Was wichtig ist. Einen Kontakt kriegen wir hier auch noch raus. Ja, aber jetzt verlieren wir leider. Weil unser Dragoran zu wenig Leben hat. Oh, ist das ätzend. Luigi, aus! Hey, Luigi, aus! Und eskaliert mal kurz wieder. Ja, ich glaube, Dragoran sollte man vielleicht ersetzen, weil in der Hyperliga jetzt zu wenig aus einfach. Da bin ich jetzt von Dragoran halt wirklich nicht so begeistert in der Hyperliga. Toxiquack, das ist in Ordnung. Hier haben wir Schlagbohrer. Oder fangen einfach mit Dragoran ab. Schlammbomber macht nämlich hier nichts. Genau. Locken die ekelige Fee raus, was super ist. Ja, zum Orkan kommen wir leider hier nicht. Können aber mit Drachenklaue ein bisschen schwächen. Ein Konter. Schlagbohrer. Das wird wahrscheinlich jetzt hier nicht schön, ne? Ja. Problem ist, was ist, wenn er Doppelfee hat, ne? Da kann mein Team natürlich nicht hier gut auftrumpfen. Wir holen uns extra Energie ein bisschen. Schlagbohrer kommt. Wir gehen instant in Seedrecking, ne? Okay, hier bleibt da drin, was schon mal gut ist. Okay, der Gegner hat scheinbar Probleme. Was ich durchaus feiere. Octazooka kommt. Okay, ich glaube, der Gegner ist raus. Ja, Toxiquack ist weg. Ja, wenn es jetzt am Ende eine Fee ist, ist es eh verloren. Okay, es sind normale Pokémon, Relaxo. Und wir gehen auf Octazooka, um quasi hier lieber abzuschwächen, falls er doch mal zurückkommt. Wutanfall drückt natürlich viel mehr Schaden, ja. Aber Octazooka kann halt Angriff um 2 Stufen absinken. Mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit sogar. Genau. Und jetzt fahre ich einfach runter. Okay. Den Kampf hätte ich durchaus verlieren können, sonst. Ah, der Gegner war komischerweise auf einmal weg. Oder er hat Seedrakeking gesehen und dachte sich, oh nein, kein Bock auf Seedrakeking. Aber komisch, wo Dragoran als erstes gefallen ist, gewinnen wir. Und wenn Dragoran zum Schluss ist, verlieren wir irgendwie. Also, Dragoran ist für mich eigentlich nur in der Meisterliga wirklich überbrauchbar, sag ich mal. Klar, hier in der Hyperliga Classic auch. Hält halt verdammt wenig aus. Kann man schon durchaus mit Gengar vergleichen. Feuerodem macht natürlich richtig Schaden. Okay, das ist eine gute Führung. Das ist eine sehr gute Führung. Hier können wir einmal Vielländer drücken. Ein Nassschweif kann man durchlassen. Genau, Nassschweif macht nämlich nicht viel. Drücken direkt hier den Vielender, der macht richtig gut Schaden. Das Gute ist, Garados hält hier in der Überliga auch nichts aus. Muss den Vielender schon schön. Wir können gemütlich in Seedrack hingehen. Können auch einmal schilden, definitiv.
Bitte keine Senkung. Danke. Hier reicht schon die Octazooka. Ja, Garados ist weg. Dragoran, okay, ja. Dann gehe ich hier mit meinem eigenen Dragoran rein. Muss natürlich hier schilden. Hier ein Drachenklaue kommt. Schild, perfekt. Ja. Body Slam könnte schon reichen. Ja. Ja, das wird eine Niederlage, weil der nächste Body Slam ist da und der nimmt Dragoran raus. Okay, noch nicht ganz. Perfekt, aber trotzdem bin ich weg. Okay, erstes Set lief nicht so gut. Aber das ist nicht so wild. Wir machen noch ein Set. Ja, vielleicht würde ich mit Dragoran einfach wechseln dann. Auch gegen Garados Drachenklaue müsste ich eher haben als Garados Nassschweif. Ja, die Feuer ohne drücken halt schon, ne? Von Garados. Oder einfach Dragoran durch Garados ersetzen. Das ist ja auch eine coole Option. Wir wechseln. Einmal schilden hier schon mal. Ja, guter Schild. Mit Atmurei. Ja, du hast viel ändern, ne? Wir gehen auf Wutanfall. Den sicheren Angriff. Okay, du schildest auch sicher. Ja, dann geh auf deinen sicheren Vielender. Gehe ich hier in den Dragoran. Werd hier nicht chillen. Ja, Aquarot, bitte macht hier schon gut Schaden. Boah, das ist schon die nächste ätzend. Ja, ich darf aber nicht schilden. Na, danke, dass du rüber gehst. Glurak. Ja, bitte lass mich zur nächsten Drachenklaue noch kommen. Die ist wichtig. Oh, okay, macht nicht gut genug. So, Konter ausholen. Hier in jedem Falle schilden. Und er geht direkt auf Lurknade, was super ist für uns. Wenn noch eine schafft er nicht. So, jetzt kommt's drauf an. Was hat er noch hinten? Glurak ist weg, Gott sei Dank. Ah ja, so ein Pix. Wir drücken hier direkt den Vielender rein. Er ist Krüppel, das sollte schon gut Schaden machen. Ja. Okay, das sollte gewonnen sein. Ja, perfekt.
Erster Kampf im nächsten Set und wir gewinnen gleich. Das ist schön. So soll es auch sein. So, nächster Kampf. Ach ja, und wenn ihr solche Teams, lustige Teams oder Kämpfe sehen wollt, einfach Abo dalassen, Like dalassen. Bis zu den 600 Abos ist nicht mehr viel. Wäre echt nett von euch. So, wir sind auf Gegnersuche, finden aber keinen. Deswegen starten wir die Suche nochmal neu. So, gegen Juan ist Sally. Das ist unser nächster Gegner. Valreisa, super Lied. Dragoran will Valreisa überhaupt nicht sehen. Und hier ist auch Dragoran quasi die beste Wahl. Laubklinge müssten wir noch überleben. Wenn ich mich nicht irre. Ja, perfekt. Noch einmal schwierig. Drachenklaue kommt. Die Kopfhose müssen wir noch überleben. Okay. Da gibt er sich geschlagen. Perfekt. Ja, er kann aber nicht viel farmen mit zwei Reiser. Ein Feuerodem muss er auch einstecken. Schlauerweise kommt die Wechseluhr, ja. So, perfekt, Sumpex. Ein Erdbeben überleben wir da in der Regel. Ja. Octazooka kommt. Ja, war klar, dass der Gegner schildert. Ja, er kriegt mehr Farm leider. Ich werde hier nicht schilden. Weil so müsste ich jetzt beide Octazooka überleben, knapp, oder? Beziehungsweise, nee, ich schilde lieber doch. Oh, er ist schon da. Der Wallreiser ist schon da. Oh, das. Ah, ich hätte auf zweimal Schlagbohrer gehen sollen, ne? Anstatt auf vier Länder wahrscheinlich. Problem ist, Erdbeben reicht ja hier jetzt. Oh, er hatte kurz irgendwie Pause gehabt. Perfekt. Okay, da gibt er auf. Okay, der Gegner hatte kurz einen Hänger gehabt. Das hat man gesehen, weil er kurz mit Angriff aufgehört hat. Und das hat uns auf jeden Fall den Sieg gerade gebracht. Aber ich hätte auf zweimal Schlagbohrer gehen müssen. Das hätte bestimmt mehr Schaden insgesamt gemacht. Und das hätte ich definitiv vorhin erreicht. Aber Vielender hat ihn auch einen roten gebracht, was super ist. Vielender ist halt eine sehr, sehr starke Attacke. So, dann kämpfen wir hier den nächsten. Barrikadax, perfekter Lead, würde ich mal behaupten. Barrikadax hat gar keinen Bock gegen Kavalanza. Ja, wir wechseln nicht raus, wir bleiben hier drinnen. Oh, wenn. Oh, das ist Barrikadax doppelt eklig, ne? Oh, das ist einfach Barrikadax doppelt widerlich. Wie kann man nur solche Teams spielen? Ernsthaft. Kann man nur so widerliche Teams spielen wie Doppelfee? So, Schlagbohrer kommt.
Nächster Schlagbohrer kommt. Okay. Ist in Ordnung, wir gehen in Zedra King. Das ist eine Psychoschock, den überleben wir. Okay, Mundgewalt überleben wir nicht. Hatte der echt so viel Energie? Ja, hat er, ja, natürlich. So, jetzt kommt die nächste Fee, ne? Nein. Oh, Zedra King. Ah. Ah, hat er perfekt abgefangen. Ja. Den Kampf werden wir definitiv verlieren. Och, er hat die Drachenklauen natürlich perfekt abgefangen. Den Kampf können wir hier nicht mehr gewinnen. Nee. Ja, da er auch den Boost gleich kriegt. Barikudax. Bustax meine ich, nicht Kudax. Ist ja keine Kuh. Ja. Dann hätte ich doch mit Dragoran reingehen können. Ich hätte aber schilden müssen. Ich hätte die Attacke einfach schilden müssen. Ich hätte nur die doofe Mondgewalt schilden müssen. Dann hätte ich den Kampf definitiv gewonnen. Okay, Cavalanthas gegen Cavalanthas. Äußerst interessant. Okay. Wir wechseln einfach gleichzeitig. Warum habe ich schon so viel Schaden gekriegt? Kann mir das auch jemand mal beantworten? Ja, ich werde hier nicht chillen. Er wird nur auf Nassdrive gehen. Genau. Und hier gegen Zedra King kann er auch nur auf Nassdrive gehen. Perfekt. Ich glaube, hier fehlen wir schon mal. Vieländer ist ein super Schild. Wir gingen auf Okta-Suka. Wir haben noch Energie auf unser Kavalanza, was super ist. So, hier gehen wir einfach nur auf Schlagbohrer. Ja. Sein Dragoran ist nicht heilig. Genau, aber eh nur die Drachenklaue, die haut schon gut rein. Okay, das ist nicht schlecht. Ich muss hier gleich schön. Ja, es wird noch richtig eklig hier. Dagoran ist weg, ja. Komme ich noch vorher zur Octazooka? Nein. Schade. Ja, das war jetzt kritisch. Ja, das Garados hat ja ultra viel Schaden gegen Dragoran gemacht. Okay, es war Krypto-Garados, ne? Muss man auch dazu sagen, aber trotzdem unnormal an Schaden. So, Kampf beginnt gegen Turbo T612. Okay, das ist wieder ein guter Lead, wenn keine Fee jetzt kommt. Ich könnte kotzen. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass Charm zu einer schnelleren Attacke wurde.
Okay, wenigstens im Gleichstand. Ach, als ob. Als ob das Vieh das noch überlebt. Mundgeweih. Ich überlebe natürlich nicht. Ist ja klar, ich gehe hier jetzt rein. Mal gucken, was jetzt kommt. Ob die nächste Fee kommt. Barrikadax hat hier gegen auf jeden Fall auch. Ja, verloren. Ich. Warum? Warum spielt man so eklige Teams? Ich verstehe es nicht. Das hat auch gar nichts meiner Meinung nach mit Können zu tun. Weil Doppelscham ist einfach halt einfach, ne? Einfach nur Scham drücken, Scham, Scham, Scham. Ja, in dem Team gegen ihn hätte nur ein Nidoqueen sein müssen. Ich habe Octazooka gedrückt, danke. Ja, ich muss hier alles schilden. Schade. Ja, den Orkan werden wir gegen Togekiss nicht mehr schaffen, weil Barrikadax einfach noch zu viel hat. Ja. Schade. Den Orkan hätte ich noch gerne drüben gedrückt. Wäre lustig gewesen, wenn der Gegner da nicht geschildert hätte. Und wir dadurch doch noch gewonnen hätten. Ja, okay, das Team Kavalanzas Doppeldrache ist nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Aber ich muss sagen, das liegt am meisten an Dragoran. Weil Dragoran wirklich nothing aushält und Drachenklau gar nicht so extrem Schaden macht. Also in der Hyperliga ist mir aufgefallen, halten die meisten Pokémon Drachenklau ganz gut aus. Und Dragoran geht down. Naja, für die Folge soll es gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.